Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, Leute, heute sind wir wieder auf einem Account von einem Abonnenten von mir. Und ja, wir dürfen uns heute nämlich bei ihm den Ripper anschauen. Er hat hier nämlich einen 12er Skill, einen 9er Klingentanz mit drauf. Und ja, hier habe ich ihn auch noch mit den Wendigkeit mit reingepackt. Einfach bloß, damit nochmal die Ausweichrate erhöht wird, soweit. Weil darum soll es ja eigentlich auch gehen. Und ja, Durchbruch 28 ist er hier auf diesem Account, also dort auch schon ziemlich gut dabei. Das Einzige, was halt noch nicht so gut ist, ist halt hier bei den Verstärkungen, dass du halt hier noch nicht komplett auf Ausweichen gegangen bist. Was natürlich sehr, sehr teuer ist, aber wir haben hier immerhin schon ein bisschen was auf Ausweichen mit drauf. Und ja, wie gesagt, wir gucken uns den heute einfach mal an und ja, mal sehen, wie der soweit abschneidet. Und ja, würde sagen, wir gehen einfach hier in Dungeon mit rein, oder? Und ja, ich habe hier kurz schon mal beim Vierer-Dungeon eingeguckt gehabt. Wohin? Und da ist mir nämlich auch schon was aufgefallen. Und ich denke mal, das werden wir jetzt auch gleich wieder sehen. Ich würde sagen, ich setze ihn einfach mal hier oben mit rein. Das Problem ist einfach bloß, dass er halt die ganze Zeit ja, Koma bekommen kann. Also die ganze Zeit gestunt werden kann von diesen ganzen Stun-Türmen. Vorhin hatte ich ihn hier reingesetzt gehabt, da war es ein bisschen schlimmer. Hier oben ist nicht ganz so viel mit Stun-Türmen los. Darum geht es jetzt gerade im Moment. Ausweichenrate ist in Ordnung, würde ich mal sagen, weil dadurch bekommt er natürlich auch sehr, sehr viel Leben wieder zurück. Und er kann trotzdem noch immer ziemlich gut procken. Also er hat ja auf jeden Fall schon mal alles down gemacht. Gut, dann gehen wir einfach mal hier in den Fünfermeister-Dungeon mit rein, wo es ja doch durchaus schon ein bisschen schwieriger wird, wie ich finde. Und da setzen wir den einfach auch nochmal solo rein. Wir gehen hier rechts mit rein, da einfach. Problem ist halt wirklich, dass er halt nicht auslösen kann manchmal, ne? Das Geile ist halt, wenn er seine Fähigkeit hat, also wenn er dieses komische Schild hat, dann hat er halt nochmal 45% mehr Ausweichen oder ich weiß nicht genau, wie viel das war. Auf jeden Fall hat er nochmal ein bisschen mehr Ausweichen noch dazu. Und das ist doch durchaus eine ganze Menge schon. Und darum seht ihr, wenn das halt wirklich ausgelöst ist oder wenn es auslöst, die Missrate ist dann unnormal krank. Generell, Klingentanz ist wirklich ein sehr, sehr interessantes Talent, ne? Aber das Problem ist halt, wenn du Klingentanz spielst, musst du wirklich komplett in die Richtung ausweichen gehen. Du hast keine Alternative dazu. Ne? Das ist halt wirklich das Fatale dabei. Aber ihr seht schon, das funktioniert soweit ganz gut. Er kann halt bloß nicht auslösen wegen den Stun-Türmen dort. Aber er hat schon fast alles down gemacht hier in der Base. Das war schon mal nicht schlecht, oder? Na. Ja gut, okay. Auf jeden Fall stirbt er hier in dem Dungeon nicht. Wir gucken mal ganz kurz hier beim 6er-Meister Dungeon mit rein. Wie das da soweit läuft. Ob er das hier auch schafft. Oder ob er hier zu Tode gestunt wird. Ich denke mal, er wird eher zu Tode gestunt. Ich gehe hier unten auf gar keinen Fall rein, weil da am meisten Stunt. Obwohl, hier sind auch so viele Stunt-Türme, ne? Alter. Ja, ich glaube, hier kommt er gar nicht zum Auslösen. Ich gehe mal hier oben einfach rein. Oh, hier kann man ihn nicht so gut, nicht so wirklich sehen, ne? Man sieht einfach seine Missrate nicht. Das war natürlich so ein bisschen Fail. Ich setze ihn doch mal ein bisschen woanders rein. Weil da oben sieht man nämlich nicht, wie oft er halt ausweicht. Dann gehen wir mal hier rein. Trotzdem, wenn er nicht auslöst, ist die Missrate relativ hoch. Aber er kann halt nicht auslösen. Ja, darum ist er tot. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einfach nochmal ein paar Raids mit ihm. Und testen ihn einfach mal nochmal so weit. Ja, falls ihr auch noch mal ein paar weitere Helden sehen wollt, wo ich das Talent Klingentanz getestet habe, dann könnt ihr einfach mal oben rechts in die Infobox reingucken. Da habe ich nämlich unter anderem auch schon den Lavanica getestet und den Phantomkönig. Und ja, könnt ihr euch gerne mal reinziehen. War auf jeden Fall auch ziemlich spannend, wie ich finde. Ja, gut, hier können wir einfach mal reingehen, würde ich sagen. Das geht hier, glaube ich, sogar noch so weit. Im Durchbruch sind die ja auch noch nicht ganz so hoch. Darum könnte es durchaus sein, dass der Ripper das Solo schaffen könnte. Und die Helden sind auch nicht OP, in Anführungszeichen, ne? Die hier drinnen sind. Aber er macht das anscheinend ganz gut. Man muss natürlich dazu sagen, wenn ich den jetzt, also Stand jetzt, eine Top-Base mit reinsetzen würde, würde der natürlich instant down gehen. Das ist klar. Weil dann wäre nämlich die Ausweichrate nicht krass genug. Muss man gar nicht dazu sagen, weil da muss er nämlich ein 9er Wappen dazu haben. Dann muss er vielleicht sogar einen 10er Klingentanz mit drauf haben. Dann muss er Ausweichen-Trades, das ist besonders wichtig. Ausweichen-Trades müssten mehr noch drauf. Und Durchbruch 30.
Und ja, dann wäre er auf jeden Fall ziemlich gut dabei. Aber diesen Dude, den macht er auf jeden Fall. Ist doch schon mal gut. Gut, dann brechen wir das mal ab. Weil das hat er nämlich geschafft. So, was haben wir denn hier Schönes? Hier haben wir auch nochmal ein paar Helden. Hier ist ein Hydre mit dabei. Das ist auch sehr interessant, weil viele spielen die Hydre nämlich auf Attack. Beziehungsweise nicht nur Attack, sondern auch auf Genauigkeit halt. So, komm schon, löse aus. Ja, also das Talent löst wirklich sehr, sehr oft aus. Seht ihr ja gerade schon. Es ist einfach Dauer auslösen gerade im Moment. Richtig lustig. Dauer auslösen hier bei dieser Base. Also er hat wirklich gar keine Genauigkeit anscheinend. Auf den Helden. Ja, läuft das soweit ganz gut, ne? Mal sehen, ich glaube, wir werden bestimmt noch in diesem Video einen sehen oder einen finden, der den Ripper insetten wird. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Aber mal gucken, ob wir noch so einen finden. Also in diesem Machtbereich ist der Ripper soweit richtig gut. Ja, also ich glaube, der stirbt hier auf gar keinen Fall. Das Problem ist halt, er bekommt die Hydrin nicht tot und die Hydrin bekommt den Ripper nicht tot, weil er sich halt die ganze Zeit immer gegenhielt. Und ja, sagen wir einfach mal so, diese Base hat er auch geschafft, in Anführungszeichen, ja. Wir wollen es ja natürlich nicht die ganze Zeit auf eine Base stürzen. So, hier haben wir keinen Durchbruch. Keinen Durchbruch, das ist ja nochmal ziemlich wichtig zu sehen oder zu wissen. Und ja, dann gehen wir hier bei dem Anubis mit rein. Oh, jetzt hat er aber ganz schön Damage bekommen. Er kann nicht auslösen. Ah, jetzt hat er, okay. Er konnte gerade nämlich nicht auslösen, wahrscheinlich wegen dem Wächter. Ich habe nicht genau gesehen, vielleicht könnte sein, dass es dieser grüne Wächter halt war. Weil der silenced, ja. Und das war natürlich wahrscheinlich auch der Damage, der am Anfang kommt. Oh, da ist wieder der Wächter. Also der Wächter, der macht am meisten Damage, steht ja gerade. Alter, wie der Wächter sich einfach so denkt, nee, ich gehe komplett durch das Ausweichen durch. Ist mir nämlich auch schon bei den Bossen aufgefallen, dass die Wächter übelst overpowered sind. Also wenn du jetzt hier in diesen Modus hier oben rechts reingehst. Denn da kommen ja manchmal auch Bosse und da musst du auf jeden Fall immer einen Mächter mit dabei haben. Ich weiß nicht, ob das ein Bug ist. Auf jeden Fall einfach die Hälfte der Leben weg. Denn wenn der Wächter auslöst, das ist schon unnormal krank. Aber diese Base schafft er auch. Mensch, er muss auch mal irgendwie eine Base haben, die er nicht schafft. Genau, die er halt nicht schafft. Gucken. Die wird er wahrscheinlich auch schaffen, weil hier sind noch nicht mal Devo-Helden drin. So, was haben wir hier? Durchbruch 26. Der ist so schon mal ein bisschen interessanter. Weil wir haben hier nämlich auch einen Cosmo mit dabei. Ja, komm, setzen wir ihn einfach damit mit rein. Das Geile ist, wie gesagt, seht ihr ja gerade, wenn er ausweicht, dann stirbt er. Ne, doch nicht. Er wäre fast gestorben. Gerade. Alter, schon wieder fast gestorben. Wenn er ausweicht, dann kann er halt von dieser Kuppel nicht getroffen werden, vom Cosmo. Generell halt, ausweichen ist übelst geil. Aber es war knapp. Ihr habt ja gerade gesehen, es war doch schon ziemlich knapp eben, zwischenzeitlich, aber jetzt hat er sich wieder gefangen. Gucken, wenn jetzt gleich wieder ein Wächter prockt. Dass er dann wieder Half-Life ist. Nee, aber scheint nicht so zu sein. Ich würde ja gerne nochmal sehen, dass er zum Lavanica hinkommt, dass ich nochmal gucken kann, halt, wie viel der gegen den Durchbruch 26er Lavanica halt ankommt. Aber jetzt kam wieder der Wächter, habt ihr ja gerade gesehen. Jetzt habt ihr gerade gesehen, das war der grüne Wächter. Der hat ihn nämlich gesilenced und übelst viel Damage gemacht. Also, this Moment, wo einfach die Wächter mehr Schaden machten. Das ist einfach schon ein bisschen belastend. Okay, aber den hat er auch weggetankt, sagen wir mal so. So, was haben wir denn hier noch für einen Durchbruch 22? Komm, wir setzen ihn jetzt einfach mal so rein, dass er auf jeden Fall gegen den Lavanica kämpfen muss. Weil ich will nämlich unbedingt sehen, dass er gegen den Lavanica kämpfen muss halt. Oh nee, jetzt kommt schon wieder die Hydrin und denke ich so, nee, mit meinen Vögeln. Ich werde dich auf jeden Fall zurückhalten. Oh nee, das ist glaube ich jetzt wieder genau das gleiche in Grün, ne? Ja. Oh, er ist gestorben. Okay.
Ich wollte gerade abbrechen und noch eine neue Base machen, aber in dieser Base ist er gestorben. Also ihr seht schon, manchmal unter Umständen kann es sein, dass der Ripper trotzdem noch stirbt. Und ja, aber bloß, dass ihr einfach mal gesehen habt, wie der so weit abgeht mit dem Talent. Und ja, ihr könnt ja gerne reinschreiben, wie ihr das so weit findet, also wie ihr das Talent auf dem Ripper findet. Und ja, interessiert mich auf jeden Fall. Schreibt einfach mal was dazu in die Kommentare. Und ja, dann würde ich sagen, wenn euch das Video soweit gefallen hat, dann lasst natürlich gerne eine positive Wertung da. Und ja, dann haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.